Glückwunsch an Griezmann. Ich denke, hochverdient. Ja, meine Mannschaft hat überhaupt nicht von der ersten Minute gar keinen Zugriff gefunden. Wir hatten dann die Fehler auch wieder sehr individuell. Im ersten Tor, zweite Tor, dritte dann nochmal ein Fehlpass, wo wir eigentlich in der Konterbewegung sind und dann war das Spiel weg. Ja, muss da nochmal ganz klar deutlich reden nächste Woche, aber so werden wir Probleme haben, in der Liga zu bleiben. Ja, nächstes Spiel, wir haben jetzt am Wochenende frei und dann kommt Hademar mit sicher eine schwere Aufgabe, aber da gilt jetzt erstmal nochmal ein paar Tage zu arbeiten und dann geht's weiter. Zum heutigen Spiel sehr zufrieden. Da merkt man, wie schön es beim Fußball ist. Noch vor 3 Tagen gegen Stadtallendorf haben wir praktisch nie Zugriff gefunden. Die ersten 60, 70 Minuten sind wir dem Gegner nur hinterhergelaufen, kamen nie die zweiten Bälle. Und heute 3 Tage später praktisch die gleiche Mannschaftsaufstellung, nur praktisch ein ganz anderes Gesicht. Wir haben die zweiten Bälle immer wieder gefunden, wir haben den Ball etwas besser laufen lassen, haben uns dann Torchancen kreiert. Und auch wie es der Thomas gut erklärt hat, ich fand auch, wir haben heute schon verdient gewonnen. Danken will ich mich nochmal für die Jugend, ich glaube die E- und D-Jugend, die heute als Anlaufkinder da waren. Und nochmal einen riesen Dank geben der Jugendmannschaft. Und als Ausblick, jetzt haben wir auch beim Wochenende erstmal haben wir frei, Zwiebelmarkt steht vor der Tür. Da können die Jungs ruhig mal das eine oder andere Bierchen mal trinken. Und dann kommt natürlich der Brocken auswärts im Baunatal. Die sind jetzt auch nicht sehr gut aus den Startlöchern gekommen, aber es ist eine Mannschaft, die jetzt auch höheren Fußball kennt. Und da müssen wir genauso viel abrufen wie heute gegen Hessen-Rheinisch.